Na ja, dann, wir haben Samaris Hardware Clubs Trabak gebaut. Und nun werden wir was merken, was sich nach Macaroni Salad. Das sind so eine kleine Nudeln, so eine, das ist ein Elbow, ein Elbeeren. Und dann, als ihr Brot näht, dann zum Fideos merken, was von der war, was merken, was sich nach Salad. Nun war das erste Wort gewesen, war die Kerken. Und dann war die Luten aufteilen. Und da werden wir Salad merken, und da werden wir morgen am Mittag zum Klops. Wir wollen das von der nicht merken, wir kriegen von der Unkastjahrs. Und wir haben, ich wollte nur kerken, ich wollte ihn dort wiesen. Und am morgen zum Mittag, da werden wir so ein Salad haben mit Klops, mit den selbstgemerkten Tröbökes. Ich freue mich auch sehr, ich hoffe, ich konnte nachschlupen. Und wir haben, nur ich kann wiesen, was wir da zerbrochen. Dankeschön. Ich schaue, was wir wollen, da ist, da wollen wir hier halbe Gruppe gefallen. Wo dann nicht eigen, wo wir auf den Kerken bringen, da werden wir die Nudeln benennen. Und das sind die Nudeln, das kann ich sein. Das sind kleine Albeeren. Dankeschön. Okay, nun haben wir das Wasser hier im Kerken, nun da wir hier Feuer, Kuffel, so Nudeln ist das nennen. Und da werden wir die Kerken bei den Fangor sein. Und da werden wir die Luten aufteilen. Und da werden wir Macaroni Salad merken. Woho, du leicht haben wir ein paar Kerken. Da macht ihr Eier aus der, da macht ihr die Härte aufdrehen. Nicht haben wir da oben rein merken, aber das ist da unten. Und dann haben wir danach was da unten. So, nun haben wir die Härte aufdrehen und dann war der Kerken bei der Kuh aus. Okay, nun haben wir die Nudeln gut gekerkt. Wir haben hier Feuer, Köffel voll, haben die oft gesehen. Und nun werden die Luten aufteilen. Ganz aufteilen. Und dann, wo der sehr fertig Fan schafft, ist, das oben gekerkt. Dann lutet ihr dann über nach am E-Shop oder an der Fridge. Seht, dass die Marius Fan kalt sind, das war echt von der Woche. Nun, die ihr mal anmerieren, weil die ganz kalt sind, dass die nicht top haben. Na, Marius, da werden wir Salad merken. Dankeschön. Marius, good morning, buenos dias, guten Morgen. Snee, klack fief, Marius. En nu wel wie dat even hier van de macaroni salad merken. Gisteren had wie de nudeln al gekerkt. En die dat ik aufteilen. En nu hou die nachher een e-shop gehad of een fridge. En nu wel weer dat even hier. En ik hoop heel bijna, want de nudeln zijn aufgekeld. Und nun wollte ich wissen, was wir noch alles machen können. Dankeschön. Hier kehrt uns noch was Eier. Wir haben noch drei Eier, was wir machen können. Okay, da wollte ich wissen, was wir alles machen können. Hier haben wir Witten Erik. Hier haben wir ein bisschen, was sie nennen, Herm oder Jamon oder Schenkelfleisch gekauft. Und hier haben wir dann die Nudeln, was wir gestern gekerkt haben. Hier haben wir Celery, auf Spanisch nennt sich das Apio, was wir dort haben. Hier haben wir eine Jalmia und da haben wir reine Zipplen oder Zippeljörg, was eins hier das Wort nennen. Hier haben wir zwei Peperschoten, eine rote und eine rotgele, die kann auch grüne Brocken, weil ich das nicht haben. Hier haben wir eine halbe Zippel. Und hier haben wir ein Jalapeno. Eins hier nicht mag, eins hier nicht, ich war von dir. Hier haben wir Mustard oder Samt, Mostaza, und hier haben wir Mayonnaise, Mayonnaise, Wittet, nahm eins hier dort. Und hier haben wir schwarzen Pfeffer, und hier haben wir Salz, so viel sonst dann fehlt. Und hier haben wir noch ein bisschen Zucker. Wir wollen noch ein bisschen Zucker machen, ja, yes, ein bisschen Zucker, sei sie. Nun wollen wir wissen, wie viel wir von alles wollen. Und die Eier, was wir noch machen, die dürfen wir nicht gleich kehren, die machen wir schon aufteilen, aber die machen dann. Dankeschön. Okay, da wollte ich wissen, was wir hier noch alles haben für das Grünes. Wir haben hier eine rote Peperschote, zwei Schneiden und eine Bell Pepper, Chili Moron, glaube ich, erst. Hier ist eine rot-gelbe Peperschote und hier haben wir Feuer, so eine Stange, Celery, zwei Schneiden.
Oder steck ein halb, zwei Köffel voll Apio, oder Celery. Hier habe ein meisten halbe Köffel abgeschnittene Zwiebeln. Hier habe ein Jalapeno abgeschnitten. Den braucht ihr nicht manchmal, wenn ihr nicht wollen. Hier habe ich dann ein halbe Köffel oder vielleicht meist ein Köffel Zwiebeljauche oder Onion Greens. Und da habe ich zwei Dalmieren abgeschnitten, sehr fein. Und da habe ich zwei Köffel voll Schenkefleisch. So ein Hamon. So, das werden wir auch brauchen. Das nennt sich Ham auf Englisch. So, nu wo ich in Wiesn, wo wir das immer hier wollen, und dann werden wir das alle machen. Und dann muss ich was schmecken. Okay, da werden wir das erhören, zum die Nudeln erhören, die Macaroni. Hier haben wir ein Köffel Mayonnaise. Und dann wollen wir ein Esslöffel so ein Mostaza machen. Ja. Ein halber Löffel, halber Teelöffel Salz, halber Teelöffel Pulver, ein Esslöffel Zucker und zwei Esslöffel Witten Erik, Vinegar, White Vinegar. Und dann hier, wo das sehr fein ist, wo das fein gemixt ist, sehr fein down ist, na wirklich wiesen, na wer das machen Nudeln hier. Wo das sehr fein da ist hier, wo das sehr fein da ist hier ist. Okay, da sind wir nur reit, um das alle Taubrieren. Hier haben wir das nur das Sauce, das alles sehr fein da ist hier. Und das hier nehmen. Ich habe auch ein bisschen Geschmack, das hat mich gleich gelegt, das ist krakerig. Nur hier nochmal, wenn man vielleicht zu drehen kann, dann kann ich da wirklich ein bisschen mehr Mayonnaise nehmen. Das ist Mayonnaise. Du hast krass gestartet. Und dann, da wir hier einen halben Köffel Zwiebeln nehmen. Und ein Jalapeno da machen. Oho, für so eine Menschen, das wird gleich noch mal was sehen ich da haben. Hier haben wir Zwiebeljuck. Und da wir zwei so eine Dinge starten. Ihr könnt so vieles zu wählen. Das ist gut, ne? Was immer ihr schön schmeckt. Und hier wollen wir dann den Apio, den Celery da machen. Und die Peperschoten, die brennen ja überhaupt nicht. Das schmeckt sehr schön in der Mang, die brennen nicht. Dann hier noch die Jalmir in der Mang, dann wäre das nicht leicht. Die können das auch machen, und dann sind sie sogar fein geschnitten, das reichert Spark. Dort machen wir das, das Schinkenfleisch, das Hamon. Das Ham. Und anyways, nun wollen wir das dekorieren, ab ihrem Steak hier. Fangt dort nicht an, Schmack zu looten. Nu wo dat zeer zeer daar hier, nou wo dat smaken en nou wordt het wezen wo dat zitten wo dat smaakt. Oké, nu hebben we de eier afgeschaald, fijn gesneden en afgekeld en dat is zeer wichtig dat de eier koud zijn. Want anders kan dat zich verjaften met de mayonaise en zo weer. So de eier heb ik nu in de fridge gehad, in de e-shop, die zijn niet ganz koud. Nu wo we de hulp mankeren. En dan zijn we eruit voor de eeuwige. Ich glaube, ihn würde das sehr interessieren. Wenn du ist, was du in Jaga du noch mag zu rühren, was ich vielleicht für jeden habe und ich auch gedacht, dann dauert das. Und nun wollen wir das reinmerken mit dem E-Shop sagen. Dankeschön. Nun kickt mal dort. Wo seht dort? Schmeckt bloß sehr, sehr schön. Nun wollen wir, was in das hier brücken, zum Fleischbacken in Eriuswort. Okay, da werden wir das nicht mehr schmecken. Ich glaube, das hat mich gelegt. Schmeckt sehr schön. Wenn man bloß der eine Nudeln hat, dann ist das nicht sehr gesund. Das hat nicht viel nur gehofft. Aber weil dann ein bisschen die Reinsmacht und ein bisschen Fleisch, das schicke Fleisch, das Ham. Aber die kann auch sogar, so wie ihr schon seht, reichert Spark, das Fingbrot und Reichbrot und dann das Fingsting dort machen. Ich würde für jeden, ich würde es reiten alles. Brauchen wir an. Ich kann es auch machen, schön danke, aber das Rezept, weil ihr habt Fleisch gebackt und es steht immer Edschatten oder Schaubeln. Nachholen wir auch noch, schmeckt sehr schön. Mir schmeckt es immer sehr schön, wenn ich es wohl bis an die Lied einlöse, das ist uns das an. Ich gehe mit der ersten bei der Krabi. Checkt mal das. Oh, Luther, weil wir Klaps backen, dann wird das dabei haben. Und wenn ich das schon sehe, wenn ich noch ein bisschen drehe, was ich noch immer sehe, dass ich Mayonnaise mache, Mayonnaise mache, weil das Beste ist, weil ich das verrückt merke,
Man lädt die doch ein paar Stunden in der Fridge und ich hab gesagt, da der Fein, der ich gesucht ist und der Geschmack, der alle Fein, der ich gesüdelt ist. Und dann bringe ich dort über die, die Jas, die war nicht verloren, aber dort ist alle aus. Mmh, das schmeckt schon. Hör auf, Gott, was du nicht leid wollen.